Manchmal muss ich mich heute kneifen, um mir bewusst zu werden, dass ich schon seit 17 Jahren für die Queen Kleider entwerfe. Dieses kleine Schneiderlein aus Essen-Bredeney. Es hat alles in München angefangen. Und vor vielen, vielen Jahren, während der Handwerksmesse, die ich besuchte mit meiner Großmutter, dort sah ich wunderschöne Abendkleider von einem englischen Designer. Und da hatte ich mich dann entschlossen, das wird also jetzt mein Beruf. Und dann bin ich zurück nach Essen und bin dann in die Lehre gegangen für Herrenschneider. Und einige Jahre später kam ich dann wieder nach München, habe hier gearbeitet und habe dann nach einiger Zeit meine Meisterprüfung im Damenschneiderhandwerk abgelegt. Und in den 60er Jahren, ich weiß nicht mehr genau, bin ich dann nach London zum Urlaub gefahren. Das gefiel mir sehr gut. Und habe mich dann entschlossen, mich dort zu bewerben, um dort zu arbeiten. Und da bin ich also heute noch. London fasziniert Karl Ludwig Rehse bis heute. Wir haben ihn in der britischen Hauptstadt besucht und werden gleich richtig eingestimmt. Welcome to London! Good day, Queen! Weltoffenheit und Tradition, Geschäftigkeit und Gelassenheit prägen die englische Metropole. London ist auch in der Mode Trendsetter. Und die Queen lächelt dazu im Outfit ihres deutschen Designers. Karl Ludwig Rehse treffen wir in der Edgware Road. Er ist auf der Suche nach Stoffen für die Queen. You have a lining to match. Wenn er in den Buckingham Palast gerufen wird, nimmt er eine Auswahl von edlen Mustern und Materialien mit. In diesem Laden wird er meistens fündig. Do you have a lining in this color? Ich muss die Stoffe vor mir sehen, in mir die Inspirationen kommen. Was würden Sie jetzt daraus machen? Da würde ich ein ganz gerades, geschnittenes Abendkleid draus machen. Ganz schlicht, ganz einfach. So you can see the sparkle. Eigentlich ist die Queen wie jede andere Kundin, sagt er. Sie entscheidet spontan, was ihr gefällt. Doch Karl Ludwig Rehse vergisst niemals, wer vor ihm steht. Am nächsten Morgen sind wir in der Chiltern Street verabredet. Wir hätten das kleine Studio kaum gefunden, wenn Karl und Maria, sein Mannequin, nicht davor gestanden hätten. Zwei Auszeichnungen, sogenannte Royal Warrants, für die verstorbene Queen Mum und für die derzeitige Königin, weisen ihn als Hoflieferanten, als Schneider der Queen aus. Karl hat gerade Geschäftsbesuch aus Australien. Er bereitet eine Modenschau für Sydney und Melbourne vor. Dies ist natürlich kein Kostüm für eine königliche Hoheit, zeigt aber, dass Eleganz auch sexy sein kann. Über Preise spreche ich eigentlich nie. Es kommt oft vor, dass mich Leute hier anrufen, Leute, die ich gar nicht kenne. Ja, Karl, wie viel kostet das? How much is it? Dann sage ich, erstmal kommt es auf die Stoffe drauf an, wie viel Arbeit da erforderlich ist. Und ich kann Ihnen nur vorschlagen, kommen Sie zu mir, machen Sie den Appointment, setzen uns dann hin, besprechen das. Aber über das Telefon geht das leider nicht. Und meine Kunden sind eigentlich nicht wie Kundinnen, sondern wie eine Familie. Die kommen schon seit Jahren zu mir und die nennen mich alle Karl. Und ich gehe auch in die Wohnungen zu den Leuten. Zum Beispiel, ich habe eine Kundin, die auf dem Lande wohnt. Ich besuche sie dann mit meinen Anproben, fahre ich dort hin und ist immer sehr, sehr nett. Natürlich sind meine Kunden sehr erfreut darüber, dass ich also für die Queen arbeite. Und wenn die Queen also in der Öffentlichkeit erscheint, dann manche rufen mich an, ist das von dir? Und ich sage immer, wenn es schön aussieht, ist es von mir. Wie viele Kleider er schon für die Queen geschneidert hat, weiß er nicht mehr. Dafür erinnert er sich genau, wann sie was trug. Sehen Sie jetzt hier den Originalentwurf für das Kleid, was die Queen angehabt hat zum Thronjubiläum 2002. Und zwar ist es ein Kleid mit dazu passenden Jacke. Ganz einfach, ganz klare Linien. Aber die Farbe ist natürlich ganz, ganz toll. Ich wusste nicht, dass die Queen das anziehen würde. Aber ich war natürlich sehr, sehr überrascht und sehr zufrieden mit mir, wenn man das sagen darf. Ja, sehr stolz. 1953, nach der Krönung, kam ein Farbfilm heraus. Der wurde auch in Essen in der Lichtburg gezeigt. Meine Mutter nahm mich dann dorthin. Ich glaube, meine zwei Brüder waren auch mit dabei, das weiß ich aber nicht mehr genau. Aber jedenfalls, ich saß in einem dunklen Zuschauerraum, sah mir das unglaubliche Schauspiel auf der Leinwand an. Und hätten sie mir damals gesagt, Karl Ludwig oder Karl, einmal
in deinem späteren Leben wirst du mal die Königin einkleiden, hätte ich gesagt, ist unmöglich, du spinnst. Heute hängen überall in seinem Atelier Auszeichnungen und Fotos der Queen. Im Untergeschoss arbeitet Theresa, seine rechte Hand. Bei den Anproben im Palast ist sie stets mit dabei. Früher hat die Queen sich manchmal etwas von Karl Ludwig Reeses Kollektion ausgesucht. Heute trägt sie nur extra für sie entworfene Modelle, aus gutem Grund. Es ist schon mal vorgekommen, dass die Queen und eine andere Dame der Upper Class im selben Kleid, vielleicht in unterschiedlicher Farbschattierung, aufgetreten sind? Ja, das ist einmal passiert. Aber da soll man drüber schweigen. Aber das ist mit Humor aufgenommen worden. Das ist schon jahrelang her. Hast du eine neue Jacke? Nein, die ist vom letzten Jahr. Du schaust mich ja nie an. Ist die von deiner Mutter? Nein, von Marks & Spencer. Seit 15 Jahren näht die Spanierin Theresa für ihn. Beide lieben ihren Beruf. Ich bin glücklich hier. Ist er ein strenger Chef? Strong boss. Er ist in Ordnung. Manchmal ist er ein bisschen streng. Sei ja vorsichtig. Und Sie? Sind Sie manchmal auch streng mit ihm? Naja, manchmal streiten wir. Wir haben ein wunderbares Verhältnis, was die Arbeit betrifft. Wir wollen ja keine Romanze beginnen. Wir arbeiten wirklich extrem gut zusammen. Sie ist sehr talentiert, eine hervorragende Schneiderin. Dass er bis heute Deutscher ist, spielt keine Rolle, meint Karl Ludwig Reese. Als Schneider der Queen könnte er auch Italiener oder Franzose sein. Er glaubt, dass es allein auf seine Fähigkeiten ankommt. Es ist mal vorgekommen, die Queen hatte sich einen Stoff ausgesucht bei mir. Ich habe meinen Lieferanten angerufen, gesagt, ich möchte gerne die 4 Meter bestellen. Dann haben sie mir erklärt, der Stoff wäre nicht mehr vorhanden. Die letzten Meter haben sie nach Südamerika verkauft. Dann sage ich, das geht nicht, ich habe der Queen dann vorgelegt. Dann haben die also die Leute angerufen in Südamerika. Die haben sich dazu bereit erklärt, den Stoff wieder zurückzuschicken an meinen Lieferanten. Dann kam der also wieder hierher. Ich musste Telegramme bezahlen, musste noch mehr Geld bezahlen für den Stoff, aber es spielte keine Rolle. Ich wollte natürlich nicht den Auftrag verlieren. Also für Her Majesty, everything goes. Dieses Kleid hat die Queen auch mal angehabt zur Eröffnung des Parlaments, also mit den ganzen Kronjuwelen dazu. Mhm. Hier ist Queen Mother auch in meinem Outfit. Über alles, was sich bei den Hoflieferanten verändert, muss das Königshaus sofort informiert werden. So auch, als Karl Ludwig Reese und sein Geschäftspartner John Anderson ihr eigenes Studio eröffneten. Also die Queen wusste davon Bescheid, dass John Anderson und ich uns selbstständig gemacht hatten. Wir bekamen dann, ich glaube, das war im Mai desselben Jahres, also 1988, einen Anruf vom Buckingham Palast, unsere Kollektion nach Windsor Castle zu bringen, um die der Queen vorzuführen. Denn die Queen hatte einen Staatsbesuch nach Madrid geplant im Oktober desselben Jahres. Und wir kamen da einen wunderbaren Auftrag von Her Majesty. Also wir waren so aufgeregt. Und als Queen Elizabeth in Madrid ankam am Flughafen, hat King Juan Carlos sie begrüßt mit den Worten "Darling, you look wonderful." Und die trug von uns ein blau-weißes Seidenkleid und darüber einen einfarbigen blauen Mantel. Und die sah eigentlich toll aus. Die Presse stand hier Schlange vor unserer Tür und wollte natürlich wissen, who are the new kids on the block, wer sind die neuen Leute. Und so ging es dann weiter. Waren Sie sehr aufgeregt, als Sie das erste Mal in den Palast mussten? Oh mein Gott, ja, das werde ich nie vergessen. Und John ging zuerst hinein, der kannte ja schon die Queen und ich wartete draußen vor der Tür. Und dann wurde die Tür aufgemacht. Und ich wurde dann hereingebeten und ich wurde der Queen vorgestellt. Ich machte meine Verbeugung, Good afternoon, Your Majesty. Sie kam auf mich zu, gab mir die Hand, sehr nettes Lächeln. Und damals machte ich noch die Anproben selber, heute macht das Theresa für mich. Und ich müsste sich vorstellen, also die Queen hatte das Kleid schon an. Und ich musste also den Mantel darüber anziehen und dann vorne abstecken und den Ärmel reinstecken. Also ich war sehr, sehr nervös. Gar nicht notwendig war, denn die Queen ist immer sehr, sehr freundlich, sehr entspannt. Und wie nehmen Sie Maß an der Queen?
Da habe ich Augenmaß. Also die Frage kann ich Ihnen nur so beantworten. Seine Kundinnen wohnen in Kensington oder Chelsea, zum Beispiel am Eaton Place, dort, wo Wohnungen und Häuser fast unerschwinglich sind. Viele haben außerdem Landsitze. In England sind die Gegensätze zwischen den Gesellschaftsschichten groß. Das fängt bei den Schulen an. Die Upper Class sonnt sich im Glanz des Königshauses und bewegt sich in ihren eigenen Kreisen. Man hält um jeden Preis Traditionen hoch. Wir wollten wissen, was normale Passanten von der Garderobe der Queen halten. Sie sieht schick aus und für ihr Alter zieht sie sich sehr gut an. Sie muss gute Ratschläge von ihren Modemachern haben, wer auch immer sie sein mögen. Sie sieht besser aus als vor einiger Zeit. Da war sie nicht so gut angezogen. Wahrscheinlich hat sie jetzt einen französischen Designer. Nein, einen deutschen. Machst du dir Gedanken über die Garderobe der Queen? Nein, das interessiert uns nicht. Sind Sie Republikanerin? Ich bin Irin. Eine schöne Frau, eine gestandene Frau, sehr elegant. Ihr Outfit? Naja, in modischen Fragen bin ich kein Fachmann. Sind Sie Irin? Nein, Amerikaner. Mein Ur-Urgroßvater kam aus München, er war Bayer. Kein Deutscher, denn Deutschland gab es damals noch nicht, als Ludwig König von Bayern war. Mein Vorfahre war Schneider und wanderte nach England aus. Und wie finden Sie die Garderobe der Queen? Dazu darf ich nichts sagen. Im Juni wird der offizielle Geburtstag der Queen gefeiert. Karl Ludwig Rehse ist jedes Mal begeistert. Auch wenn die Königin in diesem Jahr nichts von ihm trägt. Das heißt Trooping the Colour. The Colour ist ein anderes Wort für die Flagge. Die Queen verlässt Buckingham Palace in einer Kutsche und nimmt dann die Parade ab. Mit Musik, also ist ganz toll. Ich glaube nie, dass in diesem Lande jemals die Monarchie abgeschafft wird. Ich bin in einer Stellung von einem unbegreiflichen Vertrauen zwischen mir und Her Majesty. Mündlich habe ich mich schon vor 17 Jahren dazu verpflichtet, dass ich die Sachen sehe und die ich höre im Palast, also nicht an dritte Stelle weitergebe. Das ist ganz selbstverständlich. Jetzt ist das offiziell gemacht worden, aber auch ohne diesen Vertrag hätten wir also nie darüber gesprochen in der Öffentlichkeit. Diskretion ist alles in seinem Beruf. Das kleine Atelier in der Chiltern Street liegt nur wenige Schritte entfernt von dem des Hutmachers der Queen, Philip Somerville. Mittags ist manchmal Zeit für einen Lunch und eine Tasse Cappuccino. Die beiden sind befreundet und beraten oft über den passenden Hut zum Kleid. Philip Somerville war eine große Hilfe für Karl, als dessen Geschäftspartner plötzlich verstarb und er nicht wusste, ob er allein weitermachen sollte. Philip hat ihn darin bestärkt. Er hatte recht. Die Queen ist eine treue Kundin. Heute ist die Zeit knapp. Kurz vor dem großen Pferderennen Royal Ascot ist beim Hutmacher Hochkonjunktur. Auch Philipps Kundinnen kommen aus der Oberschicht, aus dem Adel oder der Glamour-Welt von Bühne, Film und Fernsehen. Von Königin Silvia bis Joan Collins, alle haben schon bei ihm gekauft. Do you think I can get away with it? You could get away with anything. No problem at all. Then I think I've got to wear it on Ladies' Day. And it's sparkles. Die Kopfbedeckungen sind alle handgemacht aus wertvollen Materialien. A little diamond on to make it very good, special. That looks good. Now if you turn and we can see the profile. Oh, that's beautiful. Nice, isn't it? Oh, I love it. Auch Philipp ist seit Jahren Hoflieferant für die Queen und war es vorher schon für Prinzessin Diana. That was very, very exciting, of course. And she was a charming person. Das war sehr aufregend. Sie war unglaublich charmant. Einmal sagte sie zu mir: Mr. Somerville, ich habe am Wochenende mit meiner Schwiegermutter über Sie gesprochen.
Und ich dachte, wer ist ihre Schwiegermutter? Bis ich realisiert habe, dass sie die Königin von England meint. Ich war sehr aufgeregt, als ich wusste, dass die Queen mich vielleicht einladen würde. So fing alles an. Philip ist stolz darauf, dass die Queen bei den Hüten heute mehr Mut zeigt. Dennoch darf die Krempe nie zu groß sein, damit man ihr Gesicht gut sieht und sie bequem ins Auto steigen kann. Früher hatte bei den Hüten oft den Stoff der Kleider mitverwendet und sich mit Karl abgesprochen. Jetzt sind die Hüte meist aus anderen Materialien. Ich habe Karl oft gefragt, ob er mir ein bisschen Stoff vom Kleid abgibt. Dann hat er mir 5 Zentimeter gegeben. Ich sagte dann, da kann ich aber keinen Hut draus machen. Auch die Queen hat darüber gelacht. Sie sagte, er gibt ihnen sicher ein Stück mehr. Ja, sagte ich, vom Saum vielleicht. Deshalb mache ich die Hüte heute anders. Er ist sehr geizig mit seinen Stoffen. Das habe ich ihm gesagt und auch die Königin weiß das. Wir amüsieren uns darüber. Über 150 Hüte hat Philip für die Queen im Laufe der Jahre entworfen. Da die Kopfbedeckungen pfleglich behandelt werden, trägt die Queen sie immer wieder. In verschiedenen Städten, bei verschiedenen Anlässen, genau wie die Kleider. Auch bei Philip Somerville liegt das kleine Atelier im Souterrain. Hier wirkt Stella, die selbst keine Hüte trägt, sie aber leidenschaftlich gerne herstellt. Wie findet sie die Hüte der Queen? Sie sind schön, was soll ich sonst sagen? Wir machen sie ja. Wirklich, sie sieht wunderbar damit aus. Waren Sie schon einmal im Buckingham Palast? Nein, bis jetzt noch nicht. Vielleicht irgendwann einmal. Philips Designer ist seit kurzem Dylan Woolwork. Für die Preise aber ist der Chef zuständig. How much does one pay for it? It could be 10 pence. Nun, die Hüte können 10 Pence kosten oder 100. Nein, im Ernst, sie kosten 150 Euro oder sehr viel mehr. Wie der im Fenster. Das ist ein besonderer Hut. Der kostet 1.500 Euro. Nur wenige Schritte von der Themse entfernt liegt Karl Ludwig Reses privates Domizil. Dieses Haus hat er sich gekauft, nachdem er 10 Jahre als Devisenhändler gearbeitet und gut verdient hatte. Jetzt wohnt er hier mit Georgie, seinem alten Kater. Heute nützt ihm das Wissen als Banker im Geschäftsleben. Damals hatte er die Nadel aus der Hand gelegt, weil er seine Ideen in einem bekannten Modehaus nicht durchsetzen konnte. Als Designer, selbst als Schneider der Queen, hätte er sich so eine Immobilie niemals leisten können. Sonntags lädt er sich gern Freunde ein. Kochen macht mir sehr viel Spaß. Und was mögen Sie an England nach 40 Jahren noch? Ach, erstmal mein Haus, meine Freunde, meine Katze, mein Beruf, was ich so in meinem beruflichen Leben erlebe, die Leute, die ich kennenlerne. Denn ich muss schon sagen, was ich so mache, öffnen sich doch einige Türen für mich, die mir als gewöhnlicher Mensch doch wahrscheinlich verschlossen geblieben wären. Und das macht doch sehr viel Spaß. Es tut sich eigentlich immer etwas in meinem Leben. Karl ist Mitglied in verschiedenen angesehenen Clubs, geht gern auf Empfänge und in die Oper. Nie würde er aus dem Nähkästchen plaudern, selbst bei Freunden nicht. Zu schnell ist die Auszeichnung als Hoflieferant aberkannt. Das Königshaus kennt da kein Pardon. Das weiß auch Philipp. Wenn Karl Zeit hat, zeichnet er sich die Fernsehsendungen auf, in denen die Queen seine Kleider trägt. Dies hat die Queen zur Chelsea Flower Show angehabt. Das ist auch von mir, aber wo sie das nun angehabt hat, das kann ich Ihnen nicht sagen. Sie sieht aus bei einer Ausstellung. Oh, das sind Sie. Das bin ich, ja. Das hat sie in Malaysia getragen und zwar musste ich da auch noch einen Mantel dazu anfertigen, den sie sich dann überzog, der bis an den Boden ging. Sie sehen, Her Majesty hat keine Schuhe an, das ist in einem Tempel.
Wie viele Designer gibt es denn noch? Außer mir gibt es noch zwei andere Leute. Ich bin, glaube ich, jetzt der Älteste. Das ist auch von mir, das ist Philips Hat. Das ist eigentlich mein Lieblingsoutfit für Her Majesty. Die Farben sind wunderbar und außerdem die Schrift Eurostar auf dem Zug ist genau dieselbe Farbe. Sie sehen hier jetzt mein Harlequin-Dress. Das hat eine ziemlich große Furore hervorgerufen, als die Queen das zum ersten Mal anzog in der Öffentlichkeit im November 1999. Denn bis dorthin hat die Queen also solche auffälligen Farben noch nie in der Öffentlichkeit getragen. Und plötzlich, mein Name wurde dann sehr bekannt, my name was on the map. Wie die Anproben alle fertig waren, das Kleid war fertig, wir waren im Buckingham Palace, die Queen hat sich angezogen, ich warte natürlich immer draußen, ehe sie sich umgezogen hat, ich wurde dann hineingerufen, die Queen hatte es an, die richtigen Schuhe dazu, sie sah aus unglaublich, also wirklich wow. Und ich war also sehr stolz auf dieses Dress. Als wir am nächsten Morgen bei Karls Atelier eintreffen, zieht die Feuerwehr gerade aus. Also Chiltern Street ist eine sehr alte viktorianische Einkaufsstraße und die Feuerwehrwache ist auch schon über 100 Jahre her. Aber jetzt hat die lokale Regierung sich entschlossen, die Feuerwache leider zuzumachen. Wir haben also alle unterschrieben und protestiert, aber in diesem Monat verlassen uns die Boys leider. Wir haben alle das Gefühl, das Gebäude wird auf luxuriöse Apartments umgebaut. Die Preise für Immobilien sind in London gigantisch gestiegen. Viele Geschäfte können die Mieten in der Oxford oder Bond Street nicht mehr bezahlen. Karl hat früher hier selbst einmal gearbeitet und kennt noch einen Laden, der bis heute auf Kurzwaren spezialisiert ist. Ich muss zum Einkaufen, denn Theresa wartet händeringend auf zwei Reißverschlüsse. Und das ist ein besonderer Reißverschluss, denn die normalen Reißverschlüsse sind zu steif. Da gibt es eine deutsche Firma und die machen Nylon-Reißverschlüsse. Aber die haben jetzt kürzlich sich beschlossen, diese Reißverschlüsse nicht mehr herzustellen. Das ist ein Jammer. Aber die kleine Firma in der Nähe von Bond Street, die haben noch Restposten. Couturiers wie er sterben aus, sagt er, weil die meisten Leute Kleidung von der Stange kaufen. Also in dieser Farbe habe ich nichts Passendes gefunden. Jetzt gibt es hier noch einen Schatz, versteckten Schatz, den ich nur kenne. Da brauche ich gar nicht zu fragen, da gehe ich jetzt hinüber, um zu sehen, ob ich in der passenden Farbe hier was finde, in diesem Karton. In der richtigen Länge und in der richtigen Farbe. Hier sind die alle sortiert nach Länge. Also ich habe Glück gehabt. Almost the perfect match. Ein Fit in den Rock und hier für das Kleid. Der Bahnhof von York. Wir sind nach Nordengland gefahren. Das berühmte Pferderennen Royal Ascot findet diesmal hier statt, weil die Rennbahn in der Nähe von London renoviert wird. Karl Ludwig Reese kommt wie die meisten Besucher mit dem Zug aus der Hauptstadt. Es regnet in Strömen. Doch das Wetter kann die Engländerinnen nicht entmutigen. Warum gehen Sie nicht morgen zu Royal Ascot? Warum? Weil wir den Regen lieben. Zum Glück haben wir erst für den nächsten Tag Karten fürs Pferderennen. Am Nachmittag ist es trocken und Karl-Ludwig Reese schaut sich die Stadt mit der größten mittelalterlichen Kathedrale Englands an. Den Sinn für schöne Dinge, die künstlerische Ader, hat seine Großmutter in ihm geweckt. Sie ging mit ihm in München oft ins Haus der Kunst. Sein Vater war Diplom-Ingenieur und auch sonst hatte nie jemand in der Familie etwas mit Mode zu tun. York ist eine der ältesten und schönsten Städte Englands. Der Name stammt von den Wikingern. Heute ist es eine lebendige Kleinstadt. Im Sommer, wenn es denn einen gibt, besuchen Millionen Touristen das Städtchen. Hier gibt es eine Universität und eine Vielzahl von historischen Häusern und Pubs. Karl genießt die Atmosphäre. Am nächsten Morgen wollen wir mit dem Boot zum Rennplatz fahren. Royal Ascot beginnt gegen 14 Uhr. Die Besucher warten schon lange vorher geduldig aufs Schiff.
Zuschauer sind hier an diesem Morgen ganz andere. Heute ist Royal Ascot fast ausverkauft. Die Federn fliegen, die Aufregung wächst. Jemand fragt Karl, ob er berühmt sei. Ich bin der Schneider der Queen. Wirklich? Ja, wenn Sie mir nicht glauben, hier ist meine Karte. Oh, sie trägt schöne Sachen. Was sie gestern anhatte, war von mir. Oh, das hübsche blaue Kleid. Danke. Heute ist Ladies' Day, also der wichtigste Tag in Royal Ascot, wo das Rennen eigentlich nur nebenbei so läuft. Und die ganze Attraktion sind natürlich die Damen mit ihren Hüten und ihren Kleidern. Eine Woche dauern die Rennen. Die Mitglieder der königlichen Familie sind jeden Tag mit dabei. Die Queen liebt Pferde über alles. Modisch gesehen haben wir wieder Pech. Wieder trägt die Queen nichts von Karl Ludwig Couture. Normalerweise hat Karl Karten für die Royal Enclosure, die königliche Loge. Diesmal ist er mit uns beim gemeinen Volk. Zutritt zur Royal Enclosure hat nur, wer sich offiziell bewirbt und zwei Bürgen aufweisen kann, die schon 10 Jahre dort Mitglied sind. Es ist auch eine sehr strenge Garderobenfolge. Also ich muss dann so angezogen sein, wie ich heute angezogen bin. Und die Damen müssen also natürlich Hüte tragen und keine Hosenanzüge. Und früher war es auch so, dass Leute, die geschieden waren, wurden auch nicht zugelassen. Aber das gibt es heute nicht mehr. Dann wäre die königliche Familie schlecht dran. Da möchte ich keinen Kommentar dazu übergeben. Irgendwann packt doch alle das Rennfieber. Die Pferde sind edel, die Buchmacher aufgeregt. Ihre Zeichensprache bleibt uns ein Rätsel. Karl hat auf dem Schiff Tipps bekommen. Auch er geht wetten. Er spielt auch jede Woche Lotto mit Theresa, verrät er uns. Und hofft heimlich, dass sie nie gewinnen, weil Theresa dann aufhören würde zu arbeiten. Beim wichtigsten Rennen ist es dann mit der britischen Gelassenheit vorbei. Da wird gekreischt und angefeuert. Haben Sie gewonnen? Noch einmal versuchen wir, einen Blick auf die Queen zu erhaschen. Das Gedränge ist groß. Preisverleihung für den Goldcup-Sieger. Dann verabschieden wir uns von York und fahren zurück nach London. Am nächsten Morgen der Blick in die Zeitung. Das Outfit der Queen von gestern war nicht der letzte Schrei. Der Hut nicht Philipps Bestseller. Kritik an Her Majesty? Nein, sagen sie, nur englischer Humor. Maria muss weg, jetzt ist Schluss. Auch Karl fragt, ob wir fertig sind. Nein, halt, noch einmal posieren für den Abspann bitte. Das muss sein.